Nervenheilanstalt. Ja, Leute, und damit willkommen zurück zu der Amazing Spider-Man. Wir waren stehen geblieben. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben... nein. Nicht Extras. Nee, da gehen wir noch nicht hin. Das machen wir ganz am Schluss, habe ich vergessen. Wir waren bei der Riesenmecha-Spinne stehen geblieben. Und ich habe mir ja schon den Film angeschaut und habe leider vergessen, ein paar zu machen. Tut mir leid, Leute. Sorry. Kommt aber so schnell es geht wieder. Und hochgeladen wird er dann sein. Bla 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 bla. Fangen wir an. Kapitel 3, der Schatten früheren Übels. Ja. Drücke L. Aha, okay. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ich scroll ein bisschen durch. Was? Deine Gesundheit regeneriert sich schneller, wenn du stillstehst. Ah, ja. Also, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei der Riesenmecherspinne. Ich habe mir den Film angeschaut. Und, ich glaube, mich daran zu erinnern können, dass unser Herr Professor, zwei Arme im Spiel hat, aber im Film nur einen einzigen. Und das schon seit Kind auf, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr ganz. Ich weiß nur noch, dass die Riesenspinne auch nicht vorkam. Also müssen wir jetzt schon mal schauen, wer überhaupt alles vorkam. Meine Biologiekollegen genau, Dr. Connors. Sind verantwortungsvoll. Diese Geier. Ob Michael Morbius die treibende Kraft war? Netter Kerl. Aber niemand sonst war so interessiert an meiner Forschung. Er hat aus irgendeinem Grund immer darauf gedrängt, an Fledermäusen zu experimentieren. Da draußen sind keine Fledermäuse, Doc. Das ist lächerlich. Allerdings gibt es da eine Ratte. Das stimmt wohl. Ich wette, dieses Exemplar ist besonders ansteckend. Mich beunruhigen nicht diese neuen Artenkreuzungen, sondern das tödliche Virus, das als Nebeneffekt aufgetreten ist. Und wenn es die Hälfte meiner früheren Kollegen infiziert hat... Und Gwen... Und was ist unsere einzige Hoffnung? Alistair Smythe und seine Killerroboter? Sie werden der Stadt Schlimmeres antun, als das Virus je könnte. Es muss einen anderen Weg geben. Tja. Der hat irgendwie so eine raue Stimme, Leute. Ein bisschen zu plaudern. Was? Was meinst du damit? Ich werde sie hier rausholen. Wirklich? Spider-Man befreit die Echse aus ihrer Zelle? Wer ist hier der Verrückte? Genug diskutiert. Zeit für eine Entscheidung. Halt. Wenn du das tust, musst du mir versprechen. Ganz gleich, was auch passiert. Wenn es vorbei ist, musst du mich zurückbringen. Los. Gehen wir, bevor die Medikamente abklingen. Und ich merke, wie verrückt das Ganze wirklich ist. Sobald ich diese Tür aufkriege, rennen sie so schnell wie möglich. Alles klar? Okay. Verstanden. Ich glaube, den Kerl, den wir am Anfang gesehen haben... Hol Connors aus seiner Zelle. Ich glaube, den Kerl, den wir am Anfang gesehen haben... war gar nicht unser Herr Dr. Connors. Okay, gut. Ja, das wollte ich gar nicht, aber egal. Entschuldigung, ich laber wieder mal nicht. Anschauen. Was ist das? Tanzt der rum oder was? Spidey tanzt. Heya, 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 ho. Heya, 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 ho. Heya, heya. Entschuldigung, Leute. Ich bin gerade abgedreht. Ah, ja, stimmt, da oben ist was. Weg mit dir. Weiter geht's. Größten Gefahren aller Zeiten aus dem Irrenhaus. Ist bestimmt toll für meinen Ruf. Bestimmt. Ich mag aber weiter gerade ausgehen. Was ist das Grüne? Hä? What the heck? Inhalt freigeschaltet. Neuer Audiobeweis. Okay, nice. Da ist was Gelbes gewesen. Schauen wir nochmal. Da, was gelb leuchtendes. Nein, geh wieder. Voll der Akrobat. Höher. Ach, da ist es.
50 EP. Ach so. Erfahrungspunkte. Okay, gut. Da müssen wir hin, aber ich will noch nicht. Ich will. Nee, müssen wir. Okay, müssen wir mal schauen, was in dem. Müssen wir mal schauen, müssen wir mal schauen. Ich laber irgendwie viel zu viel davon. Müssen wir mal schauen. Ja, wie ich ja gesagt habe, verbinde die passenden Kabel. Rot gehört. Also. Ah ja, okay, Entschuldigung. Nein, na, oh, ja. Hat sich irgendwas jetzt verändert? Nö, also das ist immer noch rot. Okay, gut. Du kommst dahin. Grün kommt dahin. Lila kommt, ach, direkt hier runter. Und blau kommt dahinter. Erfolg. Ich weiß. Sieht doch gut aus. Connors kommt wegen guter Führung früher raus. Ja, ja, genau. Oh. Nein, nein, nein! Notfallentriegelung! Überbrückung ist unmöglich. Die Patienten können raus. Das ist deine Schuld. Du musst mir helfen. Ich soll dir helfen? Was sollte der Stromschlag? Was machst du hier überhaupt, Spider-Man? Okay, ich helfe dir mit dem Chaos, aber nur, wenn mir niemand in den Rücken schießt. Ich sollte auf dich schießen. Verschwinde von hier. Idiot. Aber rechne nicht mit einer Freundschaftsanfrage. Genau, auf Facebook werde ich dich nicht annehmen. Tja, kannst gleich vergessen, die Freundschaftsanfrage auf Facebook, dass ich dich annehme. Okay. Bam! Okay. Ja, ja, ja. Signatur-Move. Und K.O. Bam! Take that! Und wieder hinter zu ihm. Und zurück. Und wieder zu dem anderen Kerl. Bam! Die Schere. Okay, schön. Ich möchte gleich was dazu sagen. Ich untersuche jetzt mal die Zellen. Kann ich überhaupt in eine Zelle rein? Nö, leider nicht. Ja, okay, ich lasse sie mal frei. Um es gleich zu sagen, diese geilen Moves, was ihr da seht, sind einfach random. Ich kann nichts dagegen machen, was für Moves angewendet werden. Schaut zwar geil aus, aber ich wünschte auch, ich könnte die irgendwie beeinflussen, aber das kann ich leider nicht. Tut mir leid. Ah, Entschuldigung. Bin ans Mikrofon gekommen. Den Korridor entlang und dann nach links. Ich warte dort. Hey, Moment! Schätze, er kennt sich hier ganz gut aus. Zeit, die Leute in die Zellen zu bringen und die Verletzten zu versorgen. Was bist du für ein Mongo? Und wieder Erfahrungspunkte. Also, das ist auch nicht im Film da gewesen, aber okay. Netzsprintmodus ZR. Okay. Signatur. Oh mein Gott. Bam, jetzt mal hier fertig. Das habt ihr jetzt davon. Breakdance-Style.
Und zu dir, und zu dir, und zu dir, und jetzt nach hinten und ausweichen. Pam. Pam. Signature Move. Signature Move. Bam. Und Takedown. Haha. Ihr kennt's mich mal alle. Pam. Ganz schön actionreich eigentlich. Bis jetzt. Und Vorsicht. Und Signature Move. Pam. Und du auch. Nein, doch nicht. Schade. Und hier bekommt ihr den hier. Nein! Alter! Ja. Die anderen sind noch da, okay. Ja, ja, das bringt mir jetzt gar nichts. Erstmal muss ich die fertig machen. Öffne das Tor. Ah! Pam. Pam, ich versuche mal ein bisschen mal kontrolliertere Angriffe. Oh, das war ja fies. Und bam, bam. Hilfe, 19 Gegner besiegt. Achso, okay. Ich kann den also einfach hernehmen und auf irgendjemanden schmeißen. Ja, ja, ist klar, dass ich da hin muss. Aber will ich ja noch nicht. Oh ja, das gefällt mir. Oh mein Gott, schon fast 15 Minuten Spider-Man labern. Wow, das vergeht ja schnell. Sie auf mich? Natürlich. Die Überwachungsmonitore zeigen, dass der Gang frei zu sein scheint. Ja, ja, klar. Gut. Zumindest ein paar Türen sind noch zu. Der Zirkus wird langsam anstrengend. Und los geht der Stress. Und hinter zu den. What the? Ah, so. Jetzt check ich's. Ah, okay, das geht auf Zeit. Schön, schön. Nice. Also das Spiel ist eigentlich schon recht gut, Leute. Ich finde es auch irgendwie auch interessant. Machst du... Ja, los, 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 los. Ja, geht doch. Und so. Ich bin eingesperrt. Nö. Das Spiel ist interessant, es gefällt mir. Ja. Erstmal erzähl ich mal vom Film. Er war wirklich emotional, jetzt sollte ich den anschauen. Toll fand ich auch am Film, dass er vergleichbar, meiner Meinung nach vergleichbar ist mit dem dritten Teil. Aber, naja. Nicht genau so vergleichbar. Natürlich, wie in jedem Teil, stirbt Spidey fast, aber... Wann macht er das nicht? Da ich netze dich ein. Ich benetze dich. Und Signature Move.